Wir sind heute zwar nicht am Lago di Sio bei Riva, bei den Riva-Yachten in der bekannten Werft, aber wir haben heute mitgebracht für eine kurze Testfahrt den Abarth 695 Rivale. Und 2017 haben wir schon den Fiat Cinquecento Riva im Detail vorgestellt. Einfach ein normaler Cinquecento, aber in Riva-Lackierung mit dem typischen Riva Aquamarinblau und einem Interieur mit echtem Mahagoniholz. Jetzt haben wir hier eine ähnliche Variante vom Riva. Aber wir haben nicht den Fiat Cinquecento Rivale, sondern wir haben hier schon einen Abarth. Denn wir haben mit dem 1.4 Turbobenziner jetzt ganze 180 PS und trotzdem nur eine Tonne Gewicht. Wir haben zahlreiche Extras dabei und ein Fahrwerk und einen Motor, der wirklich Spaß macht, und trotzdem haben wir noch ein süßes, aber trotzdem auch elegantes und super sportliches Design. Der Rivale kommt immer in dieser Bicolore-Lackierung mit den typischen Aquamarina-Blaustreifen, die typische Farbe auch von der Riva-Werft in Sanico. Wir haben hier vorne natürlich ganz klar das Abarth-Logo, das kennen wir soweit. Sieht auch wie zum Beispiel der Piposto, also wirklich Abarth-mäßig ganz sportlich aus. Tagfahrlicht kommt auch als Serie, ansonsten nur Halogenscheinwerfer, aber die Highlights verbergen sich hier an der Seite. Wir haben hier nämlich nicht nur einen Skorpion, sondern wir haben serienmäßig schöne 17 Zoll Alufelgen, sportliche Reifen ab Werk drauf, und wir haben auch wirklich ein Sportfahrwerk mit zum Beispiel Konifedern und so weiter. Wir haben hier auch noch eine Brembo-Bremsanlage. Wir haben trotz der 1 Tonne Gewicht hier gelochte Bremsscheiben vorne und hinten. Da geht schon was und das fühlt sich auch auf der Straße gar nicht schlecht an. Auch am Heck haben wir zwei echte Highlights. Wir haben hier einmal das einem Bootsmotor nachempfunden. Die Lufteinlässe, die natürlich keine sind. Wir haben das Abarth-Logo nochmal und wir haben den Rivale-Schriftzug. Aber das Beste steckt eigentlich hier unten. Wir haben nämlich eine Akrapovic-Abgasanlage serienmäßig immer dabei und einen wirklich schicken Diffusor hier unten. Alles, was ich bisher gezeigt habe, bekommen wir hier für 30.000 Euro. Das ist natürlich erstmal erschreckend für so ein kleines Auto. Der normale Cinquecento startet ja bei 10.000 bis 12.000 Euro. Aber wir haben hier eben das Sportfahrwerk, wirklich sportliche Felgen, die Akrapovic-Abgasanlage und in dem Fall den Cabrio-Aufbau für 30.000 schon dabei. Ansonsten könnte ich ihn auch mit geschlossenem Dach haben für 28.000 Euro, also 2.000 Euro weniger. Und beim Cabrio kann ich das hier auch noch ganz nach unten fahren. Ich habe hier hinten sogar eine beheizbare Glasscheibe aus Glas und ich kann das bis hier unten runterfahren. Wenn ich es runterfahre, geht aber der Kofferraum nicht auf, aber der Kofferraum bleibt mir insgesamt von der Größe her immer erhalten. Wie schon beim normalen Cinquecento haben wir uns hier nochmal die Mahagoniholz-Ausstattung gegönnt. Das heißt, wir haben wirklich eine dünne Schicht echtes Mahagoniholz, die aber auch nochmal versiegelt ist, ist also komplett wetterbeständig. Wobei man sagen muss, beim normalen Cinquecento Riva, den es ja so auch gar nicht mehr zu bestellen gibt, kam das hier serienmäßig, und hier im Rivale ist das hier normalerweise inklusive in Carbon-Optik, das heißt schwarz, und das hier kostet nochmal mehrere hundert Euro Aufpreis. Immer dabei ist aber das schicke Leder von Paltona Frau, wirklich aus Italien. Fiat bzw. Abarth nennt das eine Mischung aus echtem Leder und Kunstleder. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr bequem an. Man sitzt gut, wird natürlich im Sommer heiß. Aber das Design ist hier wirklich top gelungen und macht aus dem kleinen Cinquecento hier wirklich so eine Art Yacht-Feeling natürlich. Auch inklusive sind dann immer hier die Fußmatten mit dem 695 Logo, die natürlich hochempfindlich sind, aber auch wirklich sehr bequem. Und hier ist natürlich nur eins von vielen Details, an was Abarth hier gedacht hat. Das ist schon ganz schick. Details natürlich auch beim Schaltknopf hier. Wenn ich mir das Mahagoni-Paket gönne, kommt der auch in diesem Mahagoni-Look bzw. in echtem Mahagoni-Holz. Und auch die Einstiegsleisten tragen dann nochmal das Riva-Logo. Ansonsten ist der Innenraum hier wirklich funktional, wenn auch nicht groß, und bringt für die 30.000 Euro dann bei der Serienausstattung Abarth 695 Rivale schon einiges mit. Das heißt, wir haben das Multifunktionslenkrad hier beim Mahagoni-Package wieder mit 12 Uhr Markierung aus Echtholz. Wir haben hier noch die Turbo-Ladedruckanzeige, wir haben den digitalen Tacho und wir haben auch noch eine Einzonen-Klimaautomatik. Das kommt dann also schon immer mit. Wir haben auch das bekannte Navigationssystem, das U-Connect mit 7 Zoll. In dem Fall ohne Navigation, die wäre auch wieder aufpreispflichtig, aber wirklich eine schöne Sache. Die Fensterheber hier in der Mitte, wie gewohnt, sonst ein ganz normaler Setup wie beim Fiat Cinquecento, und das Dach würde ich hier oben dann noch schließen in mehreren Schritten.
Apropos Dach, mit dem Dach hier, mit dem Stoffdach ist es natürlich etwas lauter oder deutlich lauter in manchen Situationen, als wenn ich hier ein geschlossenes Stahldach hätte. Aber zum Beispiel in der Waschanlage oder bei starkem Regen ist das wirklich absolut dicht. Also hier kommt kein Tropfen Wasser oder Feuchtigkeit rein. Das sind mehrere Lagen. Und das hat sich ursprünglich Fiat ja wirklich schon ganz gut ausgedacht. Was mir besonders gefällt, ist nicht nur der digitale Tacho, der hier auch serienmäßig so kommt und im Sportmodus nochmal ganz cool aussieht, sondern das ist auch die Servolenkung. Die haben wir ja beim normalen Cinquecento wirklich ziemlich banal, einfach leichtgängig. Die ist sehr leicht übersetzt. Ich kann damit quasi immer mit einem Finger fahren. Das ist ganz easy. Aber hier ist es wirklich nochmal viel direkter. Ich habe hier wirklich eine ganz andere Lenkung. Die ist auch nur nicht besonders viel schwergängiger, aber sie ist einfach viel direkter. Und das ist gerade auf der Landstraße schön, da ich hier wirklich ein viel besseres Lenkgefühl habe und Kurven einfach ganz anders lenken kann als beim normalen Cinquecento. Denn die ist hier eigentlich überhaupt nicht mehr schwammig. Die ist nämlich schon ziemlich direkt. Das eigentliche Highlight ist aber nicht nur der Sound, sondern vor allem die Leistung von 180 PS in Verbindung mit dem Gewicht von gerade mal etwas mehr als einer Tonne. Da komme ich wirklich schnell auf Tempo 100, das müssten so 6,9 Sekunden sein. Wir messen das auch noch per GPS gleich nach und verlinken das Video dann, unser Beschleunigungsvideo. Aber das ist eben ein gewaltiger Unterschied, vor allem wenn man den Cinquecento, wie wir immer nur kennen, als Urlaubsmietwagen, als kleiner Diesel oder eben als 1 Liter Benziner, dann macht es schon wirklich Spaß, wie schnell man hier vom Fleck kommt mit dem geringen Gewicht und wie gut es sich aber auch handeln lässt. Zum Beispiel jetzt hier merke ich natürlich, ich habe Frontantrieb, wenig Gewicht, viel Leistung, das ist nicht optimal, aber trotzdem kommt man relativ gut vom Fleck, ohne hier viel Traktion zu verlieren. Das macht also schon Spaß und da verpufft mir gar nicht so viel. Wenn es mir immer noch zu viel Leistung ist, die verpufft, dann kann ich mir für, ich glaube, knapp 2000 Euro sogar noch ein mechanisches Sperrdifferenzial für die Vorderachse leisten. Insgesamt ist der Rivale hier wirklich ein schönes Nischenauto, das man einfach mal zeigen kann, wegen der ganzen Details. Aber der Preis von 30.000 Euro ist natürlich ziemlich heftig. In Zukunft wird es aber sowieso ein Sammlerstück sein, denn es gibt nicht viele davon. Es gibt noch eine 175 Jahre Edition, das hier ist aber die normale. Aber auch die gibt es im Konfigurator zum Beispiel erstmal gar nicht. Die gibt es nur als PDF, konfiguriert mit einigen Extras, die man quasi manuell bestellen muss. Und auch dann dürfte die ziemlich schnell vergriffen sein. Der Cinquecento Riva aus 2016 und 17, den sieht man tatsächlich ab und zu auf der Straße, aber auch der ist schon seit einiger Zeit nicht mehr zu bestellen, da es eben nur ein Sondermodell ist. Auch in Deutschland gibt es nicht viel und deswegen waren wir ganz froh, den hier mal zeigen und fahren zu können. Und insgesamt ist es echt ein tolles Auto mit sehr viel Liebe fürs Detail, aber eben auch für einen hohen Preis. Aber trotzdem auch nicht nur schickimicki auf Yacht gemacht, sondern wirklich auch echte Riva-Materialien und dazu auch jede Menge Fahrspaß, wenn man das denn mit Abarth kombiniert. Wir danken euch fürs Zuschauen und freuen uns auf eure Meinung zum Abarth 695 Rivale.